Immer noch unterwegs. Auf drei verschiedenen Kontinenten in drei Jahren. Und obwohl wir so viel erlebt haben, hatten wir doch immer genug Zeit. Zeit zum Nachdenken, Zeit zu reflektieren, Zeit zum Aufgeben. Hallo und herzlich willkommen zur Woche 50 mit uns auf unserem Weg nach Nordschweden. Als wir vor 2 Jahren hier schon mal in Schottland waren, haben wir ein krasses Highlight leider verpasst, weil wir tatsächlich wussten, wo das auf unserer Strecke liegen soll. Aber zum Glück hat Laurenz es vorher im Internet entdeckt und jetzt wissen wir, wo wir langfahren müssen, nämlich dort zwischen den zwei Schneegipfeln einmal durch. Und das soll wohl die schönste Straße Schottlands sein. Und ich bin so happy, weil wir sind tatsächlich hier diese Parallelstraße. Davon fährt man eigentlich nur links ab. Die sind wir letztes Mal gefahren, aber wir wussten nicht, dass man abbiegen soll. Ich meine, woher auch, wenn man eigentlich nur ein schönes Naturfoto gesehen hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt auch noch erfahren dürfen. Das Ding ist, auf Social Media sehen so welche Straßen und generell so Naturfotos immer viel beeindruckender aus, weil meistens nur in eine bestimmte Richtung fotografiert wird und dabei wird ausgelassen, dass irgendwie im Hintergrund eine Autobahn ist, wo extrem viele Autos langfahren. Und meistens ist dann immer nur eine Seite richtig schön und deswegen bin ich umso gespannter, wie diese Straße im Endeffekt ist. Wir sind jetzt gerade auf die Straße abgebogen. Und ich muss jetzt schon sagen, es sieht so beeindruckend aus. Mit dem Puderschnee auf den Bergspitzen und gerade der Sonne, die scheint. Und wir sind hier auf so einer Single-Track-Road. Also es ist quasi nur eine Straße, eine Fahrbahn. Das heißt, alles, was entgegenkommt, muss man an so Passing-Places vorbeilassen. Es sieht wirklich schon mega beeindruckend aus. Lara hat gerade vorgeschlagen, dass wir da unten anbaden gehen. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du quasi gesagt. Nein, ich sagte nur, das Wasser sieht sehr kalt aus. Das sieht verdammt kalt aus. Ich bin froh, dass wir Anbaden schon hinter uns haben. Ich auch. Wuhu! Es ist einfach verdammt schön hier. Manchmal besucht man Orte und denkt, sie sind so richtig schön und man hat eine Erwartungshaltung. Und dann enttäuscht, ist man vielleicht öfter mal enttäuscht. Aber ich finde hier, es ist noch viel, viel schöner, als ich hier gedacht hätte. Ja, ist schöner als auf jedem Foto, was ich hier gesehen habe. Ja, hier durchzufahren, das wird unsere Kamera auch niemals auffangen. Nee. Ist wirklich schön. Willkommen am Ende der schönsten Straße Schottlands. Wir sind jetzt hier am Loch Etive angekommen. Das ist übrigens das gleiche Loch, wo wir letzte Woche auch anbaden waren.
ganz da hinten durch, wo die Schneeberge sind. Ja, gut, dass wir das da gemacht haben im Anbahnen, weil sonst hätten wir uns im Nachhinein doch immer nur gedacht, so, ach, hätten wir das mal gemacht, ne? Ne, wir haben es dann einfach durchgezogen, auch wenn es mega kalt war, aber einfach ein geiles Erlebnis. Das stimmt, es war der perfekte Tag dafür. Genauso, wie wir uns damals so sehr geärgert haben, dass wir diese Straße einfach nicht gefunden haben. Aber umso schöner ist es, jetzt doch noch hier zu stehen. Das stimmt. Wir neigen irgendwie immer so dazu, uns die Vergangenheit zurückzuwünschen und uns an den Moment zurückzuwünschen, wo wir die Entscheidung hätten anders treffen können. Dabei, wie das Wort ja schon impliziert, ist es halt vergangen. So. Man kann es nicht wiederholen und viel mehr kann man sich ja Mühe geben, dann dem Moment oder so, wie es dann ist, das zu akzeptieren und was Positives mitzunehmen. Man muss halt aus einer Entscheidung, die man in der Vergangenheit getroffen hat, das Bestmögliche rausholen, auch wenn sie vielleicht im Nachhinein man sie anders getroffen hätte. Aber wie gesagt, das kann man ja nicht ändern. Ich weiß so noch im Studium, ganz am Anfang habe ich mir immer gesagt so, ach, hätte ich nicht mal was anderes studiert, weil ach, ich hasse mein Studium, es ist so blöd, hätte ich es nicht mal anders gemacht. Und dann irgendwann an einem Punkt habe ich mir einfach gesagt, es gibt euch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche jetzt ab und studiere was anderes oder ich akzeptiere es und ziehe es durch. Ja. Und ich habe mich dann fürs Durchziehen entschieden und habe dann auch nicht mehr so viele Probleme gehabt damit, dass ich mich dafür entschieden habe. Ja, am Ende führen doch alle Entscheidungen, die man trifft, doch auf den richtigen Weg. Weil hättest du dich damals anders entschieden oder ich hätte mich auch anders entschieden, dann hätten wir uns eigentlich gar nicht kennengelernt. Dann hätten wir uns nicht, ne? Ja, am Ende kann man nur das Bestmögliche aus seiner Entscheidung rausholen. Ja. Und ich würde sagen, seitdem wir eigentlich unterwegs sind, leben wir gar nicht mehr wirklich in diesem, ach, hätte ich damals doch so und so gemacht. Das haben wir irgendwie im Laufe der Zeit doch abgelegt. Wenn das eine Entscheidung in der Vergangenheit war, dann befindet die sich auch hinter mir. Ich sehe sie also gar nicht mehr. Und ändern kannst du es dann eh nicht mehr. Nee, das stimmt. Mein Morgen. Oh Gott. Tja, heute Nacht hat es wohl geschneit. Und der Schnee reicht jetzt bis runter zum Fuß. Wir sind wirklich fast auf Schneelevel. Es sieht so unfassbar schön aus. Heute Nacht war es aber auch richtig krass am Stürmen. Das waren teilweise Orkanböen von gefühlt so 60 bis 100 Kilometer die Stunde. Wir standen hier so ein bisschen windgeschützt, was es erträglich gemacht hat. Und man sieht sogar seinen Atem hier im Van. Es ist echt kalt hier drin. Ich mache uns gerade eine Wärmflasche, dann mache ich noch einen Tee und wir haben das Frühstücken auf dem Bett verlagert, weil da ist es am wärmsten. Oh. Oh. Wie Gletscherwasser. Wir haben es endlich aus dem warmen Bett rausgeschafft und fahren jetzt Richtung Glencoe. Und diese Straße hätten wir vor 2 Jahren eigentlich total verpasst, hätte nicht ein Schotte uns den tollen Tipp gegeben, da doch vorbeizufahren. Weil sonst wären wir wirklich dran vorbeigefahren. Und die liegt jetzt auf dem Weg und es ist wirklich auch genauso wie hier unfassbar schön. Und wir hoffen, dass wir da jetzt doch noch ein bisschen links und rechts mal vom Weg reinlaufen können. Aber mal sehen, wie das so wird heute. Sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong, you were right. We couldn't.
stand tall under the fire. Somewhere I can see the silver lining, but it's so far away. Ich mag gern Dinge, wenn sie konstant sind. Das steht natürlich jetzt sehr im Kontrast zu unserem aktuellen Lebensabschnitt, weil der ja schon von sehr viel Wandel geprägt ist. Jeden Tag gewöhnen wir uns an neue Situationen oder an neue Länder oder erleben einfach insgesamt neue Eindrücke. Und damals, als wir zum ersten Mal aufgebrochen sind, war das für mich mein Auszug von zu Hause. Also das erste Mal dann weg sein für längere Zeit. Und es ist mir damals doch sehr schwer gefallen, so aus meinem gewohnten Umfeld rauszukommen, dann in eine Situation, die man ja so gar nicht kannte, zum ersten Mal in einem Auto zu wohnen. Ja, dann auch mit Laurens zum ersten Mal zusammen auf einem Raum zu wohnen, das haben wir nämlich vorher auch nie gemacht. Das hat mich irgendwie so die gesamte Reise bis vor ein paar Monaten doch sehr immer noch begleitet, dass wenn wir unterwegs waren, fand ich das immer alles schön. Und dann konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, an einem festen Ort zu leben. Und kaum waren wir dann wieder zu Hause für Weihnachten oder eben auch unseren Job. Da hatte ich dann immer das Gefühl, ich habe mich sofort wieder daran gewöhnt, dass mir dann Aufbrechen wieder total schwer gefallen ist. Also immer wieder aus seiner Konstanz, die einem dann gerade umgibt, auszubrechen, war mir doch sehr schwer gefallen. Und inzwischen würde ich sagen, kann ich damit ganz gut umgehen. Aber das war auch ein sehr langer Lernprozess, den ich am Ende durchgemacht habe die letzten 2 Jahre. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe jeweils in dem einzelnen Abschnitt einfach nicht genug Zeit, dass mir so die Zeit durch die Hände gleitet, ich am besten hier noch mehr gemacht hätte und da doch noch mehr Zeit mit dem und dem verbringen wollte. Ja, das hat mich lange doch sehr gestresst, würde ich das nennen, weil das mich innerlich immer so unter Druck gesetzt hat. Und immer wenn wir dann wieder aufgebrochen sind, hat das dann doch tatsächlich immer ein paar Wochen gedauert, bis ich mich so wieder neu dran gewöhnt oder eingefunden hatte. Aber jetzt ist es schon viel besser und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann wird, wenn wir wirklich nach Schweden ziehen, so den Cut auch zu Deutschland zu machen. Weil wir können natürlich immer wieder zurückkommen und unsere Familien besuchen und so, aber dass man dann wirklich auch woanders wohnt. Also wir werden ja dann auch unsere Familie und Freunde zurücklassen, obwohl man ja dazu sagen muss, wir sind ja jetzt auch häufig unterwegs und dass das bestimmt sich eigentlich nicht ändert, ob ich jetzt quasi ein mobiles Zuhause dabei habe oder dann stationär irgendwo wohne. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie sich ja, das dann für mich am Ende anfühlt. Wir wollen auch einfach vor der Veränderung nach Schweden zu ziehen keine Angst haben und uns eben nicht durch Angst leiten lassen bei diesem Riesenprojekt und uns nicht im Vorhinein schon unsere Vorfreude zerstören. Wir wollen einfach ja Learning by Doing betreiben und es angreifen und gucken, was für Hürden da noch entstehen und die werden wir schon irgendwie lösen können. Wir wollen es uns eben vorher nicht schon kaputt machen, sondern es einfach machen und schauen, wie es wird. Manchmal kreisen unsere Gedanken wie Satelliten im Weltall. Und wie überall ist halt dort auch Schrott zu finden. Wir machen uns einfach viel zu oft Sorgen um nichts und zerbrechen uns viel zu lange den Kopf über bestimmte Sachen. Es gibt immer wieder Momente, wo ich mich frage, mache ich das richtig? Was denken andere über mich? Ich denke manchmal viel zu oft noch über vergangene Situationen nach, die mir unangenehm waren. Dabei wird mein Gegenüber das wahrscheinlich schon längst vergessen haben. Und diese Gedanken sind nicht wirklich produktiv, denn vor allem Handlungen in der Vergangenheit kann ich ja eh nicht mehr ändern. Gleichzeitig ist dieser Punkt aber auch der einzige, der sowohl negativ als auch positiv sein kann. Eine gesunde Menge an Besorgnis ist keinenfalls etwas Schlechtes. Und das Überdenken bestimmter Situationen oder Entscheidungen ist auch nicht grundsätzlich negativ. Denn Abwägen und mögliche Folgen zu bedenken, ist oft nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Und auch das Nachdenken über positive Ereignisse in der Zukunft können Vorfreude und Glücksgefühle auslösen. Wir versuchen uns deshalb immer wieder daran zu erinnern, ein gesundes Mittelmaß zu finden.
Glück, dass wir noch Suppe von gestern haben. Ja, das tut jetzt richtig gut. Ja, wir haben es zum ersten Mal geschafft, in Schottland komplett vollgeregnet zu werden. Ja. Bis jetzt waren wir eigentlich immer trocken. Das stimmt. Deswegen ist hier jetzt leichtes Chaos ausgebrochen, aber alles hinter der Kamera, weil wir müssen jetzt eine Menge Zeug trocknen. Bei so einer Feuchte draußen wird das ein Spaß, aber egal. Es sind auch alle Fensterscheiben beschlagen, es ist einfach so eine Feuchtigkeit hier drin jetzt. Ja. Naja, damit muss man immer leben im Winter. Ach, es hat sich gelohnt, es war richtig schön, da kurz mal hinzulaufen. Mhm. Denn Gemüsesuppe zieht immer richtig durch und schmeckt dann noch besser. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber so wie wir aufgegeben haben, dass heute unsere ganze Wäsche hier noch trocken wird, haben wir es auch aufgegeben, es allen anderen recht machen zu wollen. Es ist doch etwas, was, wenn man das ablegt, einem viel besser tut. Weil am Ende kann man es sowieso nicht allen Menschen recht machen. Und der wichtigste Mensch, dem man alles recht machen muss, ist man eigentlich nur sich selbst. Ja, weil am Ende des Lebens musst du mit dir und deinem Leben zufrieden sein. Du musst zufrieden sein mit dir, wie du mit Menschen umgegangen bist, mit dir und deinem Lebensweg. Und im Endeffekt musst du es dir nur am Ende selbst recht gemacht haben. Und das ist das, was zählt. Ja, das ist eigentlich das, woran wir uns, seitdem wir unterwegs sind, eigentlich auch immer wieder selbst dran erinnern müssen. Weil seit wir so unterwegs sind, haben wir auch viel Gegenwind bekommen oder Vorschläge. Mach doch mal lieber das. Und ach ja, wenn du fertig bist mit deinem Jahr nach dem Studium, unserem Gap hier, dann wirst du ja wieder normal und so weiter. Und am Ende kann ich aber ja nicht nach den Wünschen und Vorstellungen von anderen Menschen leben, womit ich dann vielleicht ja auch unglücklich bin, sondern ich muss ja zu mir selbst stehen und sagen, nee, den Weg, den du mir vorschlägst, den möchte ich ja nicht machen. Ich habe ja meine eigenen Vorstellungen und Wünsche und Träume, wie ich mein Leben leben möchte. Und da muss man eigentlich immer an sich selbst glauben und dran festhalten, dass man selbst für sich am besten weiß, was richtig ist. Das stimmt. Ich glaube, für mich das Schwierigste wäre es, wenn ich am Ende meines Lebens merken würde, ich habe nicht für mich gelebt, sondern eigentlich immer nur für jemand anders und es jemand anderen recht gemacht, aber nicht mehr selber. Ja. Ich wollte noch hinzufügen, dass es eigentlich so, ja, ich finde, die gefährlichste Eigenschaft ist, dass man es allen Leuten in seinem Umfeld recht machen möchte, weil man am Ende des Tages sich dabei eigentlich nur selbst beschränkt. Und es wird sowieso immer jemanden geben, dem du es nicht recht machen kannst, egal wie sehr du dich bemühst. Also ist es am besten, wenn man eben gar nicht erst versucht, es jedem recht zu machen. Vielleicht den Leuten, die man gerne hat, aber ja, nicht jedem. Nachbar oder Fremden oder was auch immer. Wir sind heute extra früh aufgestanden, weil wir noch ein bisschen laufen mussten zum Glenfinnan-Viadukt. Das ist auch eher bekannt als Harry-Potter-Brücke, weil hier der Hogwarts-Express in den Filmen rübergefahren ist. Ja, und jetzt standen wir hier, der sollte eigentlich um 10.45 Uhr hier rüberfahren. Die Saison hat seit gestern tatsächlich begonnen und tja, er ist leider nicht gekommen. Aufgrund von technischen Problemen konnten sie noch keinen Zug fahren. Deswegen stehen wir jetzt ohne Zug hier am Viadukt. Es ist aber gerade noch irgend so ein Commercial-Zug da lang gefahren, also ein ganz normaler. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil wir vor 2 Jahren schon mal den Zug gesehen haben. Naja, passiert halt, ist auch nicht schlimm. Was will man machen? Ist halt so. Wenigstens hat die Sonne geschienen. Wir haben irgendwie in den letzten paar Tagen irgendwie alle 4 Jahreszeiten einmal mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, was morgen von vorne anfängt. Ja, wieder mit Schnee, ne? Ja. Oh ja. Yeah. Also wir hatten Sonne, Schnee, Sturm, Regen, Sonne. Ja. Also die Woche ist gut abgehakt.
der anderen Seite, gestern war ja mein absolutes Highlight, als wir die Highlandkühe gefunden haben, wo man einfach einen Spaziergang eher auf das Feld machen konnte, wo die grasen. Es war einfach so krass, zwischen diesen riesigen Kühen vorbeizugehen. Die waren mega entspannt und haben mich auch einfach nur komisch angeguckt. Was willst du hier? Ich habe mich gefühlt wie der Farmer schlechthin, wie ich da durchgestapft bin. Ich war auch richtig nah dran, die sind schon echt beeindruckend, die Tiere. Wir haben sogar ein bisschen Highlandkuhfell gefunden. Der letzte Punkt ist eigentlich der, der alle anderen gut zusammenfasst. Also in der Vergangenheit zu leben, überdenken, allen anderen das Recht machen zu wollen und Angst vor Veränderung kann ja auch zu negativen Selbstgesprächen führen. Ja, das stimmt. Dabei muss man aber auch sagen, dass wir uns auch immer nur wieder versuchen, daran zu erinnern, dass wir diese Punkte einfach nicht in unser Leben einbauen wollen. Und wenn wir in eine Phase kommen, wo wir auch was überdenken, uns daran zu erinnern, okay, wir sollten das nicht totdenken, weil das führt dann eben nur zu negativen Selbstgesprächen. Man macht sich das Leben schwer, man kritisiert sich selber dann in so welchen Momenten zu sehr. Und wir versuchen uns immer wieder daran zu erinnern, wenn wir in so einen Moment kommen, hey, komm, hier, da ist der Moment wieder, weg damit. Und versuchen einfach auch jeden Tag so ein bisschen besser das einfach aus unserem Leben zu streichen, weil im Endeffekt ist ja keiner perfekt und man kann auch nur das Beste geben, dass es einem gut geht mit jeder Situation. Außerdem diese negativen Selbstgespräche, das ist ja so ein Phänomen, dass dann eigentlich die Situationen auch in deinem Kopf viel, viel schlimmer ablaufen oder viel, viel mehr auch noch von deinem eigenen Gehirn ja dazu gedichtet wird, was ja eigentlich entweder gar nicht dazugehört hat oder es war im Endeffekt gar nicht so negativ. Das heißt, man verarscht sich da ja quasi irgendwie auch ein bisschen selbst. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Phänomen. Das kann man, glaube ich, sogar googeln und das ist so ein wissenschaftliches Ding, dass man negative Sachen viel zu deutlich irgendwann wahrnimmt. So, jetzt aber genug davon. Wir hatten wirklich eine krasse Aprilwoche. Mal gucken, wie die nächste wird. Und wir werden euch nächste Woche mit auf die Isle of Skye nehmen. Das ist unser nächster Stopp. Haben wir vor 2 Jahren noch nicht gemacht, also das wird Neuland. Richtig spannend. Oh ja, da werden wir nochmal zu Abenteurern und Entdeckern.